Hi. Alles gut. Jetzt gerade. Gerade raus. Boah, Toni, darf hier behutsam mit dem GT3 umgehen? Toni, meine Frage. Ist das Auto fingernägelfreundlich? Absolut gar nicht. Aber wir haben was richtig Geiles. Das Auto ist sowieso erstmal mega geil. 992 GT3. Der Spoiler verrät schon einiges, ne? Beste. Wir gehen weiter. Ja. Wir müssen echt hier Vollgas geben. Wir gehen weiter. Wir haben letztes Mal ja auch ein GT3 gehabt. Ja. 991.1. Hatten wir? Den roten, ja. Den roten. Ein Bild können wir ja eh einblenden. Haben wir ja. Ne, also nochmal ein Blick auf das Auto. Schon sexy. Ist schon geil. Ist schon geil. Muss man sagen. Sandro fühlt's auch. Der sieht zwar nichts, aber der fühlt's. Hallo. Hallo. Mein neuer Praktikant. Ja, wenn du sagst, hallo. Hallo. Winke. Guck mal, der hat auch sein erstes Geld heute verdient. Boah. Felgen sauber gemacht, sagt er zu mir. Stark. Auf jeden Fall. Weiter geht's. Wir hatten letztes Mal Porsche GT3. Jetzt haben wir einen Porsche GT3 Touring. Ich habe den vorne jetzt aus den hochgefahren, weil hier aufsetzen habe ich gleich keinen Bock. Nee. Boah, aber schön. Porsche 991.2. Der ist jetzt drei Jahre jünger als den wir letztes Mal hatten. Mhm. Also der ist jetzt von 2018. John, könnt ihr bitte arbeiten? Wir tun arbeiten. Wir müssen Harun ersetzen heute. Echt? Also ich muss Harun ersetzen. Gut? Ja, ich versuche mein Bestes. Ich hoffe, die Leute in den Kommentaren unterstützen das. Wenn nicht, habe ich Arschkarte. Ja. Und die Leute, die zugucken auch. Marlon, toll machst du das, wirklich. Ja, ne? Du hast jetzt echt meinen Bauch gefilmt. Nicht korrekt. Nicht korrekt, ja. Auf jeden Fall. Drei Jahre jünger. Ja. 2015, 2000, drei Jahre jünger. Mhm. 2018, vier Jahre alt jetzt. Ja? Ist windig, ne? Komm mal mit. Ja, passt. Direkt was ins Auge reinfällt, ne? Wenn du das Auto von innen siehst, die Sitze. Die sind schön. Bestickung ist halt einzigartig. Also einzigartig sei schon. Ja doch, einzigartig. Ist das richtig? Ja, oder exklusiv? Exklusiv. Ja. So, Toni wartet auf uns, dass wir hier rausfahren. Hier ist eine Fliege, verpiss dich. Ich würde sagen, weil die Toni jetzt wartet, wir können ja gleich nochmal kurz quatschen über das Auto. Wir steigen jetzt ein, fahren direkt los, müssen Fotos machen, dies, das, jenes. Hey, geiles Thema jetzt gerade. Wir hatten letztes Mal PDK. Jetzt haben wir Handschalter. Jetzt mache ich den hier. Boah, geil, Alter. Schaltwegsverkürzung und so ist am Start. Ist krass. Für so ein teures Auto, sag ich jetzt mal, Handschalter fahren. Für die meisten Leute undenkbar, ne? Ja. Aber fährt sich. Guck mal nur auf meine Hand. Jetzt hier. Schon ein geiler Weg, muss ich sagen. Jetzt hier zurück. Schon ein geiler Weg. Fühlt sich auch echt geil an. Hört sich auch gut an, ne? Also jetzt für die ganzen Autofanatiker. Du hörst das Getriebe arbeiten und so. Das ist geil. Das ist schon fett, ne? Der Innenraumtechnisch zu dem anderen, den wir hatten, ist das schon hier moderner, ne? Ist dir das aufgefallen? Ja, vor allem hier. Ja. Das ist definitiv moderner. Ja, geil, ne? Ja. Und ein Lenkrad. Ja, das ist geil. Schnallschnall. Hat der... Ah, jetzt hat er es. Okay. Weißt du, was er hat? Drehzahlengleichung. Ich weiß nicht, ob die Leute das kennen von einem Hyundai 30N. Mhm. Wenn du in den N-Modus gehst und dann Gang runterschaltet, gleichst du die Drehzahl an. Weißt du? Okay, das ist geil. Das hat er hier auch. Wenn ich einfach hier auf Sport drücke. Weißt du? Hier drauf. Jetzt kann ich das schlecht zeigen. Boah, der Gabel kommt. Boah. Ich gebe kein Gas, ne? Aber jetzt, wenn du auf die Drehzahl, gucken würdest, oder jetzt hören wir einfach nur hin, ne? Mhm. Der hat die Drehzahl angeglichen. Und jetzt zwei. Ich mach gar nichts mit meinem Gas, ne? Das ist geil. Ist schon geil. Schalter? Weißt du, was ich lustig finde? Ich glaube das hier. Mein Auto nicht, mein A3, Alter. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist so sehr.
Frage trotzdem an sehr viele Menschen, sehr viele Menschen. ET3 mit Spoiler oder ohne? Das ist sexy. GT3S kannst du auch ohne Spoiler fahren. Ja, ich weiß. Auch sehr sexy. Mhm. Na, kann man Vergleichsbild auf jeden Fall reinmachen. Ja, mit Spoiler, ohne Spoiler? Was würdest du sagen? Rennstrecke mit. Ja. Das ist mein Problem. Ich finde ohne sehr schön, mhm. aber wenn ich das Auto richtig bewegen wollen möchte, also ich möchte es dann auch richtig bewegen, dann brauche ich schon einen Spoiler. Das Heck verhält sich viel ruhiger. Man ist auch in bestimmten Geschwindigkeiten. Klaut sie zwar Top Speed, aber ist geiler. Aber GT3, ich sag mal so, das hat ein bisschen so Oldschool-Feeling, ne? Mhm. Ohne, also die Touring-Dinger. Weil, ja, früher hast du nicht so einen Spoiler gehabt. Nee, stimmt. Wenn sich perfekt mit den Autos auskennt, sieht man es nicht, dass es dann auch ein GT3 ist. Oh, der Tour. Entschuldigung. Der hat sogar einen Spoiler, Alter. Der fährt raus. Okay. Hallo. Spoiler haben die ja alle mit diesen kleinen Ausfahrbahnen. Ja. Wusste ich nicht. Ja, dass halt, sag ich mal, von außen dann auch nicht direkt erkennbar ist, dass es GT3 ist, weil da kein Flügel drauf ist. Ja, ja, volles Rohr. Also die Leute würden halt wirklich denken, es ist ein normaler Porsche. Also was ist normaler Porsche? Aber so halt Richtung Turbo, ja. Carrera, ne, was du da so hast. Ich fahre die Dinger leider nicht am Limit, ne? Ich würde die schon gerne am Limit bewegen, weil ich mag es einfach zu wissen, was mechanisch funktioniert. Ja. Das interessiert mich einfach so krass. Der hat 500 PS, ne? Nur mal so. Ja. 500 PS handgeschaltet. Geil. Das ist geil. Wie schwer das Ding ist? Gewicht, boah, interessantes Thema. Was meine ich, was der wiegt? Der muss auch irgendwie 1,500 irgendwas wiegen, auf jeden Fall. Ich würde es mal echt interessieren. Der Unterschied bzw. Vergleich GT3 mit, sag ich mal, Spoiler-Paket. Ja, aber ich glaube, das sind nur 3 Kilo oder so. Ne? Ja, viel ist das nicht. Überrollbügel, muss ich ja ganz ehrlich zugestehen, da wird schon ein bisschen mehr Gewicht da sein. Ne? Mhm. Also, wenn schon Überrollbügel allein 15 Kilo oder so vielleicht, hängt davon ab. Oder vielleicht nur 10. Ich verschätze dich vielleicht auch komplett. Vielleicht, wenn mich Leute, die das Video gerade gucken, wenn sie denken, ach, der Typ ist behindert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich blende es mal ein, der Unterschied. Wenn du das findest, Digga, bist du echt eine Maschine. ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen gleich Kamera noch mal am Spot an. Ein bisschen gucken draußen, wie das Auto aussieht und so. Ein bisschen draußen gucken. Ja, ein bisschen driften, Spaß. Ein bisschen gucken und so, weißt du. Okay. So. Ich habe mich mal informieren lassen, was die Sitze angeht. Steht Porsche GT3 918. Aber die Bezüge sind richtig. Das Ding ist, hier, ganz lustige Story. Ganz geil bei den Sitzen auf jeden Fall. Kannst die Dinger eigentlich wechseln, ne? Kannst andere dazu holen. Kannst einfach hingehen und hier einfach abmachen. Komplett. Okay, also, das kannst du wirklich wechseln. Kannst bei Recaro sagen, so, yo, ich würde gern andere Polster haben, so andere Farbe oder so. Sag mir mal ein Auto, wo das möglich ist. Ein Auto, wo es möglich ist? Ich kenne keins. Auch nicht. Aber gut, das sind auch keine. Das sind Recaro-Sitze, ne? Ja. Also, wenn du einen Recaro-Sitz hast, dann kannst du das in jedem Auto. Hm. Das ist ein Punkt, ne? Da! Boah, hier oben ist das hell. Ja. Ja, an dem Auto. Sehr schlicht. Ja. Jetzt haben wir zum Beispiel den Vergleich wie letztes Mal. Wir haben ja uns gewundert bei dem GT3, dass gewisse Elemente schwarz sind, schwarz lackiert. Mhm. Ne? Hier sind die grau. Grau und matt. Ja, also einfach bei Kunststoff. Bei dem roten waren sie, ja. Ist einfach Kunststoff. Ne? Aber finde ich jetzt trotzdem nicht schlecht, ne? Also mal davon ab. Und du hattest recht, die Gitter sind hier alle silber. Stimmt. Ja. Fühlt sich allglatt an, ne? Frisch aufbereitet, der Hobel. Also geil an dem Auto. Ich finde die Kombination jetzt aus dem schwarz-matten, also schwarz-matte Felgen, zu dem Auto allgemein sehr geil. Also es passt halt, finde ich, meine Meinung. Ja. Nur gelbe Bremssättel. Gelbe Bremssättel, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Warum? Was an dem Auto noch gelb? Außer Bremssättel.
Hätte sie jetzt noch die Innengurte auch gelb gemacht, ja, okay. Das ist ein Punkt. Ja. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Aber wenn man jetzt weiter weggeht, kommt mal mit. Kommt mal mit. Mit. Wir sind ja Fotografen, Videografen, wir haben ein bisschen Plan von Auto hinstellen und so, ne? Wenn wir jetzt einfach da runterschauen tut. Sprachen lernen, Bubble. Runterschauen tut. Runterschauen tut. Oh, geil. Ja, ja. Bin aber deutsch ja, wieder hart. Also die Bremssättel passen ein bisschen zum Hintergrund, wenigstens etwas passendes. Ja. Ne, also. Sieht schon fett aus. Also, weiß ich nicht, stört dich, dass der Flügel fehlt? Nö. Weil was du stark siehst an einem GT3, ne, allgemein, GT3 oder sonstiges, das sind halt schon, wo du einen GT3 erkennst, ist genauso dieser Part hier. Mhm. Ne, also hier, hier, hier. Daran erkennst du einen GT3 und natürlich hier, ne, nicht vergessen, das hier, da haben wir ja auch alle. Und dieser Part hier, dass die Stoßstange hier so einen Knick nach innen macht, ne? Hast du beim GT3 normalerweise, also beim normalen Porsche normalerweise nicht. Dass du richtig dieses Markante denkst, bäh, bäh, bäh. Und dann steht da noch GT3 Touring drauf. Ne? Also, ja. Ja. Noch schon geil. Schon sexy. Ja, ja, voll. Den kann man rausfahren. Ich weiß aber nicht, wie das aussieht. Ich mach's einfach mal. Ja. Oh, schon riesig. Ist schon groß. Wow. Doch. Ah, guck mal, kommst du am Bremslicht raus? Hier. Wie geil ist das denn? Weil du hast halt ein Problem, wenn du den Spoiler hochfährst, ne? Stimmt, ist das Bremslicht? Ja, ja, komm mal her. Guck, film mal von hier so drauf, ne? Hier so? Ja. Siehst du? Hier ist ein Bremslicht hinter. Hier. Genau hier. Das ist einfach weg. Ah. Ja. Der ist einfach weg. Deswegen, wenn du dahinter fährst, ist das hier schon echt schlau, ne? Das sieht, aber ich muss jetzt auch sagen, von hinten macht das optisch doch noch mal was aus. Ist schon männlich, irgendwie der Spoiler so. Ja. Ist kurz so. Man kann auch was anderes denken so wieder, aber ist gut. So, weißt du, so, ne? Ich würde sagen, wir machen Bilder. Ja. Ich mache einen Porn. Und dann ist direkt Verabschiedung sogar, oder? Ich würde sagen, ja. Schon, ne? Ja. Es reicht schon wieder für ein Video. Ja. Es ist zwar vielleicht ein kürzeres Video, aber es ist, glaube ich, lustig. Nicht so lustig wie das letzte Mal, aber bestimmt lustig. Deswegen wünsche ich euch mal wieder einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Euer Daniel und Marlon. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren, so wie Aaron immer sagen würde. Ne, macht diese Glocke an und so. Deswegen wünsche ich euch was. Haut rein. Tschüss. Tschüss.